So, nachdem wir uns Ende der letzten Folge so ein bisschen verbrannt haben, geht's jetzt ein bisschen weiter. Und wir wollen uns mal nicht länger auf die Folter spannen. Was haben wir denn hier für ein schönes Buch? Das ist denn da? Nature Guide. Plant Life. Achso. Wird alles abgehakt. Okay. Gibt es immer noch so ein paar Dinger, die so ausgegraut sind. Vielleicht kommen die noch rein. Ich weiß es nicht. Marigold. Sieht man auch den lateinischen Namen. Twinberry. Snowberry. Aloe Vera. Blackberries. Oval Leaf. Blueberries. Achso. Chicory. Coneflowers, die kann man alles abhaken, na gut. Plant Life, achso, das ist das. Herbal. Medizin, okay. Dann steht das hier alles so ein bisschen, okay. Ist ja dann auch, wie ich ja gelesen habe, Gegenstände im Crafting-Abschnitt des Überlebensbuches zur besseren Erkennung eingefärbt. Das ist damit gemeint, ne? Dieses Grüne da, was ihr da seht. Okay. Closing. Okay, dann hier sieht man das auch so ein bisschen besser. Mit der Bone Armor und die verschiedenen Sachen hier. Tools. Weapon. Oh oh. Hallo? Hallo Muschiklaus, was willst du denn hier? Oh nein, die Babys sind auch noch da. Die muss ich mir gleich mal abfackeln. Na gut, dann wollte ich wieder so ein bisschen. Wollte da einmal ein bisschen weiter gucken. Was haben die denn nochmal für einen neuen Sound? Verletzungssound in Flammen, okay. Hier, ihr Babys. Alter. Oh, was macht denn für ein Damage? Was? Die ganze Rüstung? Was ist das denn, ey? Ist ja geil. Ein scheiß Babys, ey. Mega Damage, was ist das? Warum brennen die Pfeile nicht? Ich treffe ihn auch nicht. Der Hammer hier. Hilfe! Den habe ich ja noch.
Komm weg von meinem Haus, so. Blöden Mistviecher da. Alter, ich schreck mich immer, ey. Na, Mama ist irgendwo abgehauen, aber ich weiß nicht, was die jetzt so vorhaben. Jetzt haben wir noch was eingetragen, naja. Diese ekligen. Mit dir. Du brennst da halt nicht. Bleib mal auf dem Zaun. Gut, aber wir haben. Ach ja, wir haben hier noch hier ein bisschen Medizin. Oh. Toll, haben die ganze Rüstung kaputt gemacht. Da läuft er. Oder S. Brauch erstmal eine neue Rüstung hier. Oh Gott, wie viele Knochen soll ich denn brauchen? Mensch. Ja, wir haben einige Knochen. Ja, sehr gut. Ich komme gleich zu dir. Ich muss dann auch vorher noch mal lieber speichern. Dauert. So viele Knochen, ne? F5 bitte. Wo bist du? Scheiß Viech, du. Brenne, du Schlampe, du. Aber unser Haus hat ja so viel Damage gemacht, so. Das ist schon alle. Ob wieder ein Dicker bei uns vorbeischaut. Oder ein Galoppelheinz. Oder beide. Hahaha.
Von dir habe ich nichts, ne? Habe ich jetzt wenigstens getötet. Ah, wir haben noch ein bisschen. Ah nee, alles gut. Ja, schon wieder Item. Dann lass mich doch mal gucken. So, was haben wir denn jetzt alles hier? Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Das ist das Hauptmenü hier. To-Do-List fängt es an. Dann kommen die Stats. Bestiari kommt dann hier. Aber da die Information befüllt sich jeweils beim Aufeinandertreffen. Das funktioniert aber noch nicht so richtig. Ich glaube. Ja, aber das war ja Muschiklaus, den muss man ja eigentlich kennen. Tier Nummer 2. Achso. Virginia. Very tough and fast. Watch out for jumping attacks, ja. Fire or explosive could be effective. Ja, das habe ich auch gemerkt. Und die Babys. Weak but deadly in large numbers. Treten zu vielen auf, wa? Try and keep moving to avoid the jumps. Ja, gut, sie dürfen. Sollten nicht unbedingt springen. Geht hier immer weiter. Blue Virginia. Ach, haben wir auch gehabt. Very tough and fast. Bla bla bla. Ja, could be effective. Okay. Dann kommt der Crafting Guide. Weapons, Tools, Clothing, Herbal Machine, ja, Medizin, Natural Guide. Und das sind die ganzen Dinger hier drin. Blackberries, so gut, wenn wir die noch alle wieder finden, dann hakt das auch ab. Coneflower, Twinberries, Snowberries, Boar. Kanada Go. Hä? Was ist das hier? Deer. European Rabbit. Great White Shark. Raccoon und sowas. Ach, das sind die ganzen Viecher. Okay, und dann kommen die ganzen Notes hier, ja. Gut, jetzt ist es hier endlich mal voll. Soll das nur sein, dass das hier so ein bisschen. Soll das so sein? Ich weiß es nicht. Das soll wahrscheinlich nicht so sein. Jetzt kommen wieder die Leute. Ist hier eigentlich was kaputt? Ich weiß es nicht. Ich trinke mal was, du. Oh, das darf ich auch trotzdem nicht hören. Ne? Kann ich eigentlich schlafen? Während die da sind, oder werden wir denn geweckt? Ich weiß es immer nicht. Dachte mit diesem Bestiari da, das klappt nicht so ganz. Aber ist ja alles gut. Das ist ja auch mal alles nett. Informationen und sowas. Möchte ich das noch alles sammeln? Da muss ich mal kicken, du. Das ist ja das. Blackberries haben wir gerade hier nicht. Eigentlich gibt's sie ja auch, ne? Aber hab ich die überhaupt schon gesehen hier? Coneflower kenne ich ja. Snowberries und sowas. Chicory. Aber Blackberries habe ich ja damals gesucht. Was ist Canada Goose und. Der Krokodil ist klar. Manche Sachen. Vielleicht kommen hier noch welche Sachen rein, weil die noch so ausgegraut sind. Ah, jetzt brauchen wir noch einige Köpfe und so. Aber macht das wieder ein bisschen mehr Sinn, sag ich mal, ne? Da habe ich ihn da aufgesammelt. Habe ich jetzt auch wieder. Nein, habe ich nicht angepflanzt.
Da wechselt sie auch wieder das. Das haben wir ja schon in unserer Liste stehen, auf jeden Fall. Da kann ich tatsächlich mal ein paar von gebrauchen zum Essen. Sonst nehme ich nicht. So, das sind die Cornflores. Genau, ich hatte jetzt auch abgehakt. Alter. Er schreckt sich ja gar nicht. So, wie viele Seeds haben wir jetzt? 10. Wenn ich jetzt alle angepflanzt habe, haben wir noch 3. Das macht also 7. Okay, das haben wir jetzt auch. Dann zeigt es. Genau. Wenn wir das vor allem was anderes aufhätten, dann würde das hier so ein bisschen hervorstehen, ne? Chicory und so, okay. Aber wo die Fuß Blackberries und so gibt's, weiß ich nicht. Die beiden kennt man ja auch. Boah. Ist das keine Schlange oder so? Da gibt's doch gar keine Schlange. Oder was ist Boah? Wieder ein Regenbogen. Davon ist nichts, ne? Ne. Gibt's auch keinen Kopf. Aber einen Möwenkopf gibt's ja zum Beispiel. Das ist natürlich ein bisschen makaber, dass man das auch noch jetzt einträgt oder so. Aber, naja. Sorry, mein Bruder. So, und jetzt? Ach, das war er. Okay, gut. Haben wir das schon mal geklärt. Das ist also ein Wildschwein. Haben wir dann auch... Ja, gut. Brauchen wir sowieso ein bisschen Fleisch. Können wir halt aufwenden. Also, es vergeht nicht, ne? Gut, es kann vergehen, wenn ich ein bisschen doof bin. Aber ich bin doch nicht doof. Extra den Kopf hier in der Hand halten, ne? Und jetzt haben wir hier dir. Ich höre schon wieder Ungemach hier. Ja, rollt euch mal weg. Ein bisschen ausweicht, dann geht das. Aber habe ich nicht eben noch Babys gehört oder Muschi Klaus noch einen? Ich war gerade so, ich weiß es nicht. Das ist ein alter Spielstand, muss man mit rechnen, dass hier einiges kommt. Boah, gibt es hier viel Matsch, du auf einmal. Gerne so ein Fettsack hätte ich noch mal gerne unten Galoppel Heinz, ne? Ja, was läuft hier rum? Wo? Oder unterirdisch? Sollte man das eigentlich nicht hören? Oder so, ey.
Hallo, Herr Muschiklaus, wo bist du? Das ist aber ganz schöne Distanz. Weit hören oder so, ich habe keine Ahnung. Oh, das schneit aber ganz schön, du. War das immer so, dass es immer ein bisschen doller schneit? Nee, ne? Sieht doch schön aus. Naja, gut, wenn man echt gerade Sommer hat, ist natürlich blöd. Ja gut, ich hoffe, dann kommen wieder einige bei uns vorbei hier. Am besten Herr Galoppelheinz oder so. Ich möchte seine blutigen Innereien sehen. Naja, aber sonst weiß ich auch nicht, wo ich den dann nochmal herkriege. Dann sehen wir das doch nochmal irgendwann. Ja, jetzt haben wir noch einiges einzutragen in unser Buch und so. Und dann mal gucken, was mit dem Dock und so, und wie das neue Hausboot mit dem Paddel und so ist. Das kommt alles noch. Das mache ich mal auf und mache wieder zu. Das packe ich nochmal eben hier ran. Wo der Muschiklaus herkommt, weiß ich nicht. Es gibt also tatsächlich zwei Arten von Muschiklaus. Zwei verschiedene Farben. Einen so ein bisschen an Doom, ne? An diesen Pinky. Einmal in Pink und einmal in Grau. Das können wir nicht. Mittlerweile können wir das immer noch nicht ranhängen. Nee, nee. Irgendwelche Geräusche und der ist gar nicht da. Naja, ich bin auch nicht da, denn wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei The Falls. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!